Wir wollen auch noch ein bisschen zocken. Und zwar spielen wir FIFA. Das haben wir jetzt Okay, leider nicht scheiße. geschafft. Spielt ihr das sonst zu Klar. Hause? FIFA? Oder auf Tour? Habt ihr was dabei? Im Ja, Bus? im FIFA? Bus, ja, immer. Ja. Und wir wollen aber Songtindern. Und zwar habe ich jetzt Songs für euch. Wir hören die an. Und dann habt ihr die Wahl, gut oder schlecht, links oder rechts, dürft ihr dann wischen. Hier ist der Ja. erste für euch. Aber du spielst ab, okay. Ihr wart ja mal Tour-Support von Jizze. Jizza, ja. Ja. Und wie war es? Wie war der so? Hat keinen Bock auf uns Das war gehabt. eigentlich voll der Opa. Der hat einfach Was? nur da gelegen und gekifft halt den ganzen Tag. Wie alt war der da? 70. 90. Also 80 vermutlich. Aber war gut, war eine gute Erfahrung, die Tour. Das war unser Würdest du. erster Auftritt, glaube ich, ne? Ja, es war Jemals. Killer. War, Wie seid ihr da rangekommen überhaupt? Elvi hat Ist doch uns. schon geil, oder? Ja, wir haben Voodoo-Zirkus rausgebracht und dann hat Elvi angerufen und gesagt: Ey, ich habe Tour-Support bei Jizza klar gemacht. Ihr müsst in 2 Wochen in Köln auftreten. So. Wollten wir erst absagen. Genau, dann haben wir erst gesagt: So, nee, Alter, wir sind gar nicht vorbereitet und so. Und dann haben wir aber gesagt: Nee, machen wir natürlich sofort. So. Und dann haben wir das erste Mal, also die ersten Auftritte, die wir jemals gemacht haben, waren dann da vor Jizza. So 400, 500 Leute, kein Vorher Schwanz nie für uns live. da. Ja, war witzig auf jeden Fall, aber hat Spaß gemacht, war cool. Wir machen weiter mit dem zweiten Song. Ein bisschen Frieden. Nee, okay, danke, tschüss. Das ist jetzt schon Darüber. ein Nein. Ja, Ja, das unnötig. ist, was ist Wer das? ist das? Nicole Frey, ein bisschen Frieden. Nicole? Ja, Ja, unsere Nicole. ja deswegen Das, eigentlich hätten wir eigentlich doch ist aus cool. patriotischen, Ja, gell. also musikalisch nein, aber. Die hatte vor uns Gold, die als einzige. Aus Im dem Saarland? Saarland. Ja. Genau. Ist Aber auch auch. alt jetzt, oder? Ja, definiere alt halt, ne? Aber ich meine, wann hat sie gewonnen? 82 oder so? Ja, Ja, dann ist 82? keine Ahnung. Ja, 1982, dann kannst du ja denken, ne? Ein bisschen her jetzt schon und damals 17 oder so damals. Okay. Ich sehe schon, ESC-Fans seid ihr jetzt nicht ganz so. Ich hätte mich gefreut, wenn ihr da mal antretet. Nee. Beim ESC? Also auftreten tun wir überall, wo uns jemand bucht, ne? Egal wie wack die Veranstaltung ist, außer vielleicht. ZDF Fernsehgarten ist jetzt vielleicht ein bisschen krass so und Musikantenstadel, aber sonst glaube ich, gehen wir überall hin, wo uns einer bucht, um aufzutreten. So. Okay, nächster Song. Achtung. Das dauert lang. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist. Despacito. Was ist Der das? Shit gerade. Ah, ist das neu? Luis Fonsi. Kam dann noch die zweite Version mit Justin Boah. Bieber raus. Also, wenn ihr den Song nicht kennt, Was ist ich denn kenne das? den echt Geht nicht. ihr nicht zum Zumba in Saarbrücken oder was? Warum kennt ihr den Ich Song? finde Das so. schon, aber da läuft es nicht. Ich finde alles, was so Reggaeton-Rhythmik hat. Das nervt. Also, entscheidet euch. Hart, nee, weg. Auf jeden Fall bin ich leider Aber eigentlich seid ihr ja bekannt dafür auch, dass ihr mal woanders hinfahrt, um euch inspirieren zu lassen. auf jeden Fall, aber nicht Reggaeton. Also echt alles, aber Reggaeton. Dieser Kommt Mann hat drauf an, Prinzipien. wenn es cool ist. Da hast du schon mal Aber coolen wirklich Reggaeton cool. gehört? Nee, aber das. Nee. Also ich bin offen, wenn es coolen Reggaeton gibt, okay, aber also ich finde es echt schwierig. Ich mag auch die ganze Attitüde da drin und so, dass mir eine Nummer zu. Was ist die Attitüde von Reggaeton? Das ist Schlager im Endeffekt. Das ist schnulzig, so richtig. Das ist mehr dann südamerikanischer Schlager auf eine Art. Es gibt viel südamerikanische Musik, die ich mag, so, aber das ist mir dann zu. Was zum Beispiel? Weiß nicht. Keine Ahnung, du kannst so Brazilian Jazz ist cool, Bossa Nova gibt's mega krasse Sachen. So Girl from Ipanema und solche und so Zeug. Na gut, das sind jetzt so Mainstream-Dinge, aber das gibt's gute Sachen, aber Das ist so, ja zu billig. ne, Reggaeton. Ja, was heißt billig? Gibt ja genug Leute, Das ist auch denen ein das Spaß macht. Mallorca-Touch, finde ich. Ja, Ja. ist ja in manchen Momenten vielleicht ganz nett. Ja, genau. Kann ja dann jemand anders hören. Okay, nächster Song. Übernehme ich die volle Verantwortung. Es ist Rap, der mir die Scheiße zu ertragen hilft. Es Ja, ist ist Rap, der cool. seit Tag 1 meine Cooler Meinung Beat irgendwie, oder? Sehr gut. Es ist Rap, der Darüber mich macht, so was ich bin. Es ist Rap, ist die Antwort auf ist die Frage nach dem Sinn. hiermit grünt. Ja. Ihr wart ja Weggefährten auch beim Label zusammen, Ja. Kolle und ihr. Wie sieht's aus mit Features? Hat schon mal jemand abgesagt? Also am Anfang für Fuck Genetik war es so, dass wir uns viele Sachen überlegt hatten, die featuremäßig cool sein könnten. Und ganz viel davon ist nicht zustande gekommen. Manches aus Zeitgründen, Haft zum Beispiel, holen wir aber hoffentlich irgendwann mal noch nach jetzt mit ihm. Und dann gab es auch andere Sachen, die nicht geklappt haben, wo wir im Endeffekt so im Nachhinein aber ganz dankbar dafür sind.
Nicht weil so jetzt verbittert mäßig, weil das dann nicht klar ging oder so, sondern weil das, glaube ich, einfach dazu geführt hat, dass wir auf der Platte viel mehr Genetik anbieten sozusagen als jetzt Leute von außen. Und das, glaube ich, also uns selbst hat das dann viel Spaß gemacht, so ein ganzes Album nur, eigentlich im Grunde genommen 16 Songs nur Genetik so zu haben mit einem Ami-Feature und einmal Jordan Alani und so ein Gesangsoutro von Teddy damals. Und ja, deswegen war das dann am Ende, glaube ich, ganz gut. Alright, ein Song habe ich noch. Ich finde das witzig, ne? Cool. Ich kenne das tatsächlich. Ja, ja. Ja, ist echt cool. Ich weiß nicht, wer das ist, aber ist cool. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Doch bei uns im Saarland. Bei uns im Saarland. Ja, ich finde den echt cool. Witzig. Aber ich war in Saarbrücken und ich finde tatsächlich, dass die Stadt ja manchmal zu unrechtfertig gemacht wird, weil es hat schon einen Großstadt-Flair. Das hast du in anderen. Sie wird fertig gemacht. Naja, Saarlandwitze sind ja schon irgendwie hart. Wie geht ihr denn um? Ich bin empfindlich geworden bei Saarlandwitzen, ehrlich gesagt. Schau dir ziemlich jede Folge Neo Magazin Royal an. Ja, das gucke ich leider nicht. Ich bin angepisst, wenn das passiert mittlerweile. Ja, früher war ich damit locker. Mittlerweile kommt der Patriotismus immer mehr durch. So, ich bin ein bisschen pisst, wenn die Leute sich lustig machen über Saarland. Okay, wollen wir noch einen Song? Ich habe noch einen. Klar, wenn du noch einen hast. Weiter noch. Ich finde es sehr cool. Total. Extrem gut. Hart. Wir sind Flow-Fans, tatsächlich. Ja, grün. Ernsthaft. Grün. So. Ja, ihr habt jeweils Masken auf. Ja. Jetzt gab es ja das neue Video von Crow, ne, wo man ihn danach irgendwie so sieht. Das Auge wurde so gefilmt und er wird irgendwie, der Crow mit der Maske wird vom Auto überfahren, glaube ich. Irgendwie, man könnte es als Zeichen deuten, vielleicht ist die Maske irgendwann weg. Wie sieht es aus nicht. Bei euch? Nee, auch nicht. Also bei uns auf keinen Fall, bei ihm weiß ich nicht, aber ich glaube es nicht. Für mich jetzt bei ihm auch zum Beispiel gar nicht so wichtig. Ich finde einfach, der Song ist brutal krass, ob er jetzt die Maske aussieht oder nicht, ist mir da ehrlich gesagt zweitrangig, weil das entweder für ihn persönlich dann so ein Ding ist oder ein Move oder keine Ahnung, was auch immer es wäre. Ist ja auch egal, ist ja sein Ding, aber die Musik ist krass. So, die Single ist hardcore. So. Sick und Caruso, vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank. Viel Spaß auf der Bühne und eine gute Show. Dankeschön, euch auch. Das Ding.